Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Fallout 4. Immer noch quasi nahe unserer Heimatgegend, wo wir ein bisschen was bauen können. Das ist also quasi eine der Gegenden, eines der Gebiete, wo wir ja Minecraft-mäßig unser eigenen Stützpunkt, unser eigenes Haus wieder errichten können. Mit wieder heiße ich, wird noch eine Weile dauern. Oh, der Koffer, der war gesperrt. Ich glaube, dann waren wir hier schon mal, aber hier hinten war noch was anderes. Nee, die Kommode nur. Okay, dann schauen wir mal, ob wir den jetzt aufkriegen. Und da war die erste Haarklammer hinüber. Zack. Ja. Ja. Eine Haarklammer haben wir wieder dazu bekommen. Das ist toll. Telefon. Vortec Laborkittel. Mit Intelligenz plus 2, Gewicht und so weiter und so fort. Also durch die Dinge können wir immer mal unsere, unsere Attribute, unsere Special-Attribute ein bisschen anpassen durch die Kleidung. Aber zuerst einmal huste ich wieder. Erste Hilfe habe ich schon, das heißt, hier war ich drin. Es tut mir leid, wenn ich ein bisschen rumhuste. Normalerweise sollte der Husten schon längst weg sein, aber immer wenn ich zu viel rede, ja, kommt halt noch was raus. Okay. Hier waren wir. Da ging's hoch. Zur Vault. Geht's hier hinten hin? Auf jeden Fall eine klasse Gegend wieder. Sieht schon wieder extrem gut aus, das Spiel, muss man sagen. Die Farben sind scheinbar deutlich hervorstechender oder ein bisschen hervorstechender auf jeden Fall, als es damals in Fallout in Fallout 3 zum Beispiel der Fall war oder Fallout New Vegas. Da war es noch ein bisschen eintöniger, ein bisschen öder. Hier sieht man wenigstens noch ein paar Farben und so weiter und so fort. Auf jeden Fall ein bisschen mehr Farbe schadet grundsätzlich nicht. Wobei auch vorher die Atmosphäre sehr gut war. Hat sehr gut dazu gepasst und hier mangelt es auch nicht an dem Verwitterten. Hier, man sieht es da oben. Okay. Nichts. Eine Pistole. Ah, siehst du? Es lohnt sich immer hier durchzugucken. Ein Skalpell. Und ein Kickball. Gartenstuhl. Ein Terminal. Willkommen bei Turmling von Roboco Industries. Passwort erforderlich. Aha. Ja, ja, machen wir weiter. So, hacken. Wähle Maus 1 ein Wähle mit Maus 1 ein mögliches Passwort. Ist dein gewähltes Passwort nicht richtig, wird die Zahl der richtigen Buchstaben, sowohl die Position der Buchstaben nennt, auf dem Bildschirm angezeigt. Ja, ich erinnere mich, da war ja irgendwas. Ich guck mal. Also 4 Versuche übrig. Probieren wir mal Eric. Treffer, Zugang verwehrt. Treffer gleich 0. Also es ist kein E drin. Es ist kein R drin, es ist kein I drin und kein K drin. Base hat auch ein E, Roll hat ein E, Wipe, Lock. Treffer 1. Kann ich mit Tab verlassen? Also bei Fallout 3 ging es, dass man mit Tab verlassen konnte und wieder reinging und hatte ein neues Passwort dann zwar zur Verfügung, aber konnte dann von vorn anfangen. Ich weiß nicht, ob das hier der Fall ist. So. Zumindest neu aufbauen tut sich's. Weil das Spiel wird nicht, oder der Dings wird nämlich gesperrt, wenn man das falsche Passwort hat und so. Bin durch. Ha, das ging schnell. So. Sanctuary Hill. Rosa, Janelli, Russell. Willkommen. Glück ist unser Geschäft. Er ist völlig mit den Nerven fertig und muss sich dringend entspannen. Das sage ich ihm schon die ganze Zeit. Und biete ihm sogar Hilfe an. Aber bis jetzt keine Chance, so wie er aussieht und er sich selbst behandelt mit einer Kuchendiät. Naja. Baker. Der beste Scheißjob mit Aluhut. Bringt Kohle für die 7 Ampullen Daytripper die Woche. Pfeift sich bestimmt jeden Tag eine rein. Alles, was recht ist, um in die Gänge zu kommen. Okay. Rosa. Versuche immer noch, ihr etwas Buff-Out zu versorgen. Hätte nicht erwartet, dass es von der Rationierung betroffen ist. Offenbar sind wir hier in einem, kleinen Drogenhandelspunkt angekommen. Ja, aber es ist, wie es ist. Gianni, er ist scharf auf einen Stoff, der sich Psycho nennt. Keine Ahnung, ob es das Zeug wirklich gibt. Und falls ja, will ich wirklich, dass dieser Neandertaler es sich reinschmeißt. Ich schätze, es hängt davon ab, wie viel er davon hinlegen will.
Ich fühle mal bei meiner Armee-Connection vor. Vielleicht bringt das ja was. Wirklich ein Drogenhändler oder sowas hier. Die schulden mir noch einen Teil, die schulden mir noch immer Geld für die letzte Lieferung Excel. Dabei bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ob ich die wirklich, ob die wirklich für sie war. Denn so wahr mir Gott helfe, wenn ich rausfinde, dass sie diese Hunde aufgemotzt haben, werden wir mehr über mehr reden müssen als die Kohle. Ich bin heute schlimm mit Lesen. Ja, vielleicht ein bisschen unausgeschlafen. Okay. Als die Kohle. Aber über das Reden sind wir ja wohl sowieso hinaus. Ich weiß, dass sie einen Bodensafe da drin haben. Ich habe immer gesehen, im großen Schlafzimmer unter der Kommode dürfte kein Problem werden, den zu klappen, knacken. Unter der Kommode im großen Schlafzimmer bei den Russes? Könnte man ja nochmal nachgucken. So, Concord. O'Keefe? Zieht sich nach wie vor wie ein paar Daddy-O's. Die Woche rein ist zwar ein affektiertes, pseudo-intellektuelles Arschloch, aber er zahlt gutes Geld. Williams? Er will Mad-Ex so viel ich kriegen kann. Hat mir nicht gesagt, warum. Geht mich ja auch nichts an. Bestimmt irgendeine langfristige Schmerztherapie. Ist er krank? Anders? Kinder sind eigentlich ein No-Go. Aber dieses Mädchen hat einen gewissen Stil und ich will partout und sie will partout nichts einschmeißen. Hat 20 Blutpakete bestellt für irgendein Halloween-Gag oder so. Oder sie ist wirklich ein Vampir. Was interessiert es mich? Ist ja das Geld ihres Vaters. Ein Drogenhändler eindeutig. Boston. Isaacs. Student am CIT. Will Daytripper, Excel und eine ganze Palette. Ja, Palette Methans. Ich weiß nicht, ob er irgendwelche verrückten Experimente plant, das Zeug an die anderen Eierköpfe vercheckt oder kurz vor einem Nervenzusammenbruch steht. Es ist mir auch egal, solange er gutes Geld zahlt. Junges Ehepaar holt sich jede Woche ein paar Daytripper. Kleine Menge, coole Leute, keine Probleme. Bulle, schon ewig Buffout-Kunde. Hab allmählich Probleme mit dem Nachschub. Ist viele Jahre her gut gelaufen. Ich hasse es, die Sache beenden zu müssen, aber ich will nicht riskieren, dass er auf einmal gesetzestreu wird, wenn er nicht kriegt, was er will. Wäre sehr schlecht für mich. Auch ein Mord? Also klingt jetzt fast wie Mord, weil wie gesagt, wenn man jetzt einfach zu dem sagt, nee, du kriegst nichts mehr, kann er trotzdem gesetzestreu werden. Oh wei. Die alte Dame hat ihre Daddy-O-Bestellung aufgestockt, merkwürdig, aber profitabel. Okay, gibt offensichtlich einige merkwürdige Leute. Dann haben wir hier noch Malcolm mittendrin. Potenzieller neuer Kunde in Charleston, verlangt Mad-Ex, wirkt seltsam panisch, vielleicht ein zu ehrgeiziger Bulle, muss vorsichtig sein. Dann schießt Unterwäsche im Hotel von Brittany. Hübsch, intelligent, ziemlich durchgeknallt, hat immer nur ein paar Stimpacks bestellt. Mindestens 10 pro Woche. Meine Fantasie spielt verrückt. Aha. Fragt sich natürlich, ist das jetzt noch aus der Vorkriegs- oder der vorapokalyptischen Zeit oder eben weil, ja, eine provisorische Bombe? oder ist das eventuell aus dieser Zeit? Also sprich, hat sich hier schon jemand niedergelassen? In dem Fall wäre es vielleicht gefährlicher, länger rumzuhängen. Aber man könnte ja mal kurz gucken, was er so im Safe hat. Das wär's. Sehr schön. Vergoldetes Sturmfeuerzeug, Vorkriegsgeld, Schrottpatrone, Impro-Pistole, noch eine. Nehmen wir natürlich alles mit. Okay. Haarbürste, gelber Filzhut. Ein Mad-Ex. Ich bin jetzt nur nicht so der Drogen-Junkie, aber manchmal muss das vielleicht sein. Und vielleicht können wir es ja wenigstens verticken. Hey, ich meine, ich will überleben. Wenn das nicht anders geht, dann eben so. Kühlschrank. Hopp, lass mich mal durch. So ein Holoband-Teil, Stuhl. Warte, ich will mal was probieren. Sitzen. Tee warten. Okay. Wird langsam ein bisschen dunkel. Allerdings, ich wollte ja gucken, ob sich die TP wieder auffüllen. Ist offensichtlich nicht der Fall. So, wir gehen mal weiter. Da kommen wir nicht rein. Hier brennt ein Feuer. Oh.
Eine Kakerlake. Hier können wir was herstellen, okay. Fernseher, noch so ein Viech? Scheinbar nicht. Radio lassen wir aus. Wissen wir ja. Schade eigentlich. Die Radiosender gerade in Fallout 3 waren auch immer, sagen wir mal, sehr beliebt. Waren schön anzuhören. Aber ich weiß nicht, ob die hier in Fallout 4 auch übersetzt sind. Fallout 3 war ja, zumindest die Sprecher waren übersetzt. Größtenteils. In dem Fall könnte uns was entgehen. Ich muss mal gucken. Vielleicht kriege ich die Musik auch einfach ausgetauscht oder irgendwas. Da muss ich aber gucken. Muss ich mal nachfragen, ob und wie das geht. Und ja, wenn das so ist, dann können wir auch mal bei Gelegenheit Radio hören. Nur eben nicht mit den, mit der Musik, die drauf ist. Das müssen wir immer klarstellen. Bedankt euch bei der GEMA. So. Eine leere Milchflasche, okay. In dem Ofen oder was auch immer das war, ist nichts drin. So, na mal gucken. Wer auch immer dieses Feuer hier angezündet hat. Ich nehme es mal kurz. So. Ich könnte machen gebackene Blähfliege oder gegrillte Red-Katalage. Na toll. Na dann. Anfertigen. Hauptsache was zu essen. Kann ich da auch mehrere für einmal oder... Ich glaube, das war's oder so. Okay. Mit E kochen müsste alles auf einmal gehen. Okay. Station verlassen. Ja. Momentan haben wir nicht mehr. Oh, mit dem Hut auf dem Kopf passt das ja sogar ganz gut. Hihi. Haben wir wenigstens ein bisschen was gebacken und gekocht. Was haben wir denn hier? Superkleber und eine Schere. Okay. Ich bin fast geneigt, mich wieder hinten auf den Stuhl zu setzen. Ich werde nochmal zurückrennen. War wahrscheinlich ein kleiner Leckback, was auch immer. Ich werde hier nochmal zurückrennen und werde nochmal den ganzen Schrott abliefern. Desto mehr Platz haben wir und desto weniger muss ich dann zurückrennen. So, wir nehmen nicht R, sondern gehen nochmal raus. Escape. Gehen auf R. Transfer. Gesamten Schrott. Okay. Rest lassen wir mal einfach einstecken. So, V halten, um das Werkstattmenü zu öffnen. Ja, ja, ist klar. Aber ich will ja jetzt endlich mal weitergehen. Lang genug hier rumgesessen, rumgerannt. Vielleicht nicht die schlauste Art und Weise hier an... Ich gehe mal kurz nochmal in den Dings und guck mal, was unsere Waffen machen. Ich gehe vielleicht mal auf eine andere... Wenn du Rüstung trägst, erhöht sich deine Schadensresistenz gegen bestimmte Schadenstypen. Aber gegen andere sind Rüstungen wirkungslos. Ja, das habe ich mir schon gedacht. So und so, 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 so. Also momentan das Einzige, was mir hilft, ist das Zeug, was wir haben. Diverses, Schrott, Krocknack, der Barbar, Hubblume, Kaugummi, Mad-Ex, Nuka-Jury, russische Eier. Alles, was zu futtern. Mhm. Ich wollte aber, wo wollte ich eigentlich hin? Zeitreisen für Anfänger? Nein. Karte. Okay, da sehen wir schon mal die Karte 1. Wähle Karten rein, eine Markierung. Ja, ich gehe mal dahin. So kann ich also Dings machen. Maus 1 wäre Schnellreise. Aber ja, da ich noch nicht da war, okay, geht das halt noch nicht. Logisch. Eine Splittergranate, Homeplate. Jetzt weiß ich auch wieder, was ich wollte. Ich wollte ins Inventar und wollte mal die Waffen ausrüsten oder sowas. Das heißt, nochmal auf. Um Granaten zu werfen, Minen auszulösen, löste sie über mit Maus eine beliebige Taste und mit Alt kannst du sie werfen oder sowas. Habe ich jetzt gerade so gelesen. So. Nee, ich will hier ins Inventar. Waffen, genau. So, welche ist denn stärker hier? So, Impro-Pistole hat Feuerrate 55, Reichweite, Präzision. Das Teil hat Präzision 60. Feuerrate 46. Von der Feuerrate ist die schneller. Aber ich denke, die hier ist besser. Dann bleiben wir erstmal bei der hier. So. X untersuchen. Z sortieren. Achso. R ablegen. Was heißt Q? Achso, dann kann ich sie einordnen. So, Impro-Pistole da. Schlagstock da. Passt schon. Okay.
Splitterkanade. Kuh. Gebe ich mal hier hoch. Na, immer dasselbe. So, raus. Und jetzt endlich mal über die Brücke. Und schauen, wo wir ankommen. Da hinten hat's geleuchtet. Jetzt aber nicht mehr. Jetzt ist weg. Okay. Hier im Ödland. Also, wie gesagt, ich traue mich noch gar nicht so weit weg. Weil man weiß nie, was man findet. Und wem man begegnet. Wo hatte man das Menü drin? Ich weiß gar nicht mehr. H oder F oder... Ja. So, hier sind die Waffen. Die 3, die 4, die 5 habe ich momentan belegt. Ich hätte auch mal die 1 und die 2 belegen sollen. Das machen wir noch schnell. Weil auf die 1 und 2 komme ich schneller. Das heißt, wir gehen hier mit dieser Impro-Pistole, die kommt auf die 1. Und zwar mit Q. Ah, wie gesagt, ist noch alles ein bisschen hakelig. Das kriegen wir alles noch hin. Q1. Das kommt auf die 2. Okay. Die Granate. Halte L plus Alt gedrückt und lass die Granate wieder los, um sie zu werfen. Oder lass mir... nee, ich will die jetzt nicht. Ich will die nur Q. Ich will die erstmal hierher. Okay. Vielleicht sollten wir auch mal... Sicher ist sicher. Schönes altes fusionsgetriebenes Auto. Leider alles... Red Rocket Café. Was haben wir denn da? Hey Hundi. Hallo. Na, hey du? Kumpel. Was machst du denn ganz allein hier draußen? Ah, wow, wow. Du scheinst echt okay zu sein. Okay, lass uns zusammenbleiben. Okay, und damit scheinen wir unseren ersten Begleiter bekommen zu haben. Dog Meat. Hey. So. Wie geht's dir, Kumpel? Hund hat etwas gefunden? Holen? Hey Junge, kannst du was für mich finden? Gegenstände. Guck mal, ob du hier was findest, Junge. Bist ein braver Hund. Hund hat aber nichts gefunden. Bleib in der Nähe, ja? Jo. Okay, hier hin. Tür öffnen. Okay. Alles gut, ich bin da. Oder heult. Ach, der heult nur den Hund, den Sohn an und... ich weiß nicht, ob jetzt ein Radio gerade läuft, aber wir haben auf jeden Fall Hintergrundmusik. Ich muss mal gucken, weil... Geh mal. Schlimm. Ich muss mal gucken, wie gesagt, ich muss die Musik unbedingt ausschalten. Hier haben wir noch eine Werkstatt. Ein Aschenbecher. Komm. Muss. Ey! Scheiße! Was für Viecher! Maulwurfsratten! Maulwurfsrattenfleisch, Rattenleder. Okay. Die haben mich jetzt gerade ein bisschen überfallen. Wollten unseren Hund töten. Den kann man zwar glücklicherweise nicht töten, aber... Um Gottes Willen, das sollte natürlich nicht so oft sein. Viecher! Isotank. Trunk. Was ist das? Nix drin, glaube ich. Hi Hundi, alles gut? Boston Bugle, Plastikteller... Kaffeemaschine. Vorkriegsgeld nehmen wir natürlich mit. Verbranntes Modemagazin und ein altes Telefon. Ich sammle hier alles ein, dann gehe ich mal zu der Werkstatt. Ich will gucken. Hallo? Nein, keiner da. Ich will nämlich gucken, ob ich eventuell das Zeugs quasi überall einsortieren kann. Das quasi als globales Lager gilt. Und ich halt auch auf das Zeug, was ich also in der anderen Werkstatt eingesortiert habe, eben auch zugreifen kann. Das möchte ich machen. So, Rocket Terminal, Reddix Karotte, so weiter und so fort. Das Terminal, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Ich gehe nochmal auslagern. Hey, und die Registrierkarte haben wir schon geleert. Haben wir noch Wasser drin? Nein. Okay. Erst einmal hierher. R. Nee, hier kann ich nur durchsuchen. Das ist eine normale Werkstatt. Okay. Escape verlassen. R-Transfer, jetzt geht's. Nein, hier ist anderes Zeugs drin. Stahl, Gummi, Holz. Schade. Ich kann ja trotzdem erst einmal den Schrott hier la... Nee, den nehme ich mit.
Dann machen wir das eher andersrum. Wir nehmen hier alles mit. Ich könnte zwar hier was hinbauen, aber ich denke, wenn, dann würde ich mich erstmal zu Hause niederlassen in unserem alten Heim. Oh, der Babyrassel hatte das Viech. Wo auch immer das die her hat. Okay, ich plündere mal nach draußen und dann in der nächsten Folge knacken wir den Rechner. Ein Yuka-Cola-Automat. Oh, eine Yuka-Cola, juhu. Leere Milchflasche. Eine Laborstation, okay. Man könnte sich auch hier ein bisschen... Heilung, erfrischendes Getränk, Stimpack. Kann ich alles noch nicht herstellen? Enter. Verlassen. Auf jeden Fall hier in der Nähe werden wir uns so, denke ich, ausbreiten. Das heißt, ich kann auch erstmal wirklich den Schrott hier drin lagern. Das machen wir. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Escape. Tschüss.